Herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video auf Mehr Wissen, Mehr Profit. In diesem Video haben wir die VW-Aktie durchleuchtet und eine Aktienanalyse gestartet. Wenn dich unsere Meinung interessiert, dann unbedingt dranbleiben. Danke, dass du dran geblieben bist. Ja, diese Anfrage kam von einem YouTube-User. Dafür erstmal herzlichen Dank für diese Anfrage. Und da haben wir uns an die Arbeit gemacht, unsere persönliche Analyse zur VW-Aktie, selbstverständlich keine Kaufempfehlung, sondern unsere persönliche und meiner Meinung und meiner Erfahrung nach persönliche Einschätzung. Okay, ich habe das in drei Teile aufgebaut. Wir werden jedes Mal eben einen Chart einblenden, um das Ganze bildlich zu verdeutlichen. Und der erste Teil ist, wie steht es um den VW-Konzern jetzt allgemein zum jetzigen Zeitpunkt? Wie sieht der Chart aus vom Anfang des Jahres bis jetzt und ein Zeithorizont von den letzten 5 Jahren und zum Abschluss unser persönliches Fazit. Dazu möchte ich anfangen mit dem ersten Teil. Wie steht es jetzt zu der Aktie VW, zum Konzern VW? Das ist easy. Finanzen.net kann man sich das auch rausholen, falls Sie das interessiert. Gibt es eine Eigenkapitalquote, eine Fremdkapitalquote? Übrigens kann man das auch von der Konzernbilanz auch herauslesen. Die ist bei ca. Eigenkapital 25%, Fremdkapital ungefähr 75%, was natürlich ein solider Wert ist. Es gibt auch Unternehmen, die stehen besser da. Gedanken würde ich mich machen, wenn das Unternehmen eine hohe Fremdkapitalquote aufweist, zum Beispiel von 99% und nur 1% Kapital hat. Ja, wenn eine Krise kommt, sind die wahrscheinlich weg vom Fenster, ohne staatliche Hilfe. Ja. Dann hat ja VW eine Dividende bezahlt dieses Jahr, die unterscheiden ja noch zwischen Stamm- und Vorzugsaktien, einmal 7,50 Euro und 7,56 Euro. Was aber viel wichtiger ist, ist die Dividendenhistorie, die letzten 15, 20 Jahre. Und da hat VW immer eine Dividende bezahlt. Warum sage ich das? Weil natürlich in diesem Zeitraum, wie zum Beispiel der Finanzcrash, der Corona-Crash, jetzt die vielen Krisenherde, was wir haben, mit dabei war von der Partie und das gut überstanden hat. Klar, der Kurs ging die ganze Zeit nicht nach oben und ging auch mal nach unten, aber das ist ja normal. Die Frage ist, wie komme ich aus einer Krise wieder heraus? Muss ich Insolvenz anmelden oder habe ich einen dicken Polster, um das auszuhalten? Und habe ich danach, weil nach einer Krise verändert sich ja meistens immer was, habe ich auch wieder das Know-how, um auch weiter zu produzieren, weiter herzustellen und zu verkaufen. Haben die Menschen noch Interesse an diesem Produkt? Und da kann ich bei VW ganz klar sagen, logisch haben die noch Interesse, weil die ja gute Autos ja liefern. Und wie wir ja wissen, haben die ja sehr viele Tochtergesellschaften, kann man so nennen, ja, wie zum Beispiel Audi, Bentley, können ja alle zum Konzern der VW. Also gute Dividendenhistorie auch in Krisenzeiten. Dann ist ja ganz wichtig, die haben dieses Jahr, im Gegensatz zum letzten Jahr, wir wissen, Corona, Lieferkettenprobleme und so weiter, haben die jetzt 26% mehr Autos ausgeliefert in China als noch im letzten Jahr. Das heißt, der Trend geht nach oben, was den Umsatz und den Absatz von PKWs angeht im chinesischen Markt. Super. Von diesem Anfang dieses Jahres bis jetzt haben die den operatives Ergebnis gesteigert mit 17,5 Milliarden Euro. Wir blenden den Chart ein, beziehungsweise ein Teil der Konzernbilanz. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen, dass die sich trotz der Krise profitabel sind, ja, zurzeit, jetzt aktuell. Das spricht für das Unternehmen, für die Unternehmensführung. Kommen wir mal zu dem Rating. Es gibt ja Moody's, ist eine Ratingagentur, wo stufen die
die VW-Aktie ein bei A3, das heißt gut bis befriedigend. Diesen Chart blenden wir auch ein, falls sich interessiert, wie die Ratingagenturen die Einstufungen, welche Bedeutung haben, kannst du nachvollziehen. Nicht nur Moody's, das sind auch andere Ratingagenturen dabei. Und der Ausblick bei den Moody's ist stabil, das heißt, ist okay. Das spricht für den VW-Konzern, wenn die einen so gut einstufen, sage ich mal, dann ist es immer positiv zu bewerten, als wenn sie dich einstufen würden als Schrottaktie. Okay, hat mir also sehr gut gefallen, Moody's. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, ist selbstverständlich, dass Tesla mehr E-Autos in diesem Jahr verkauft hat, wie zum Beispiel jetzt VW. Wir können das doch auch. Das war ein bisschen nachteilig, aber ich bin da sehr optimistisch, dass die da dranbleiben, weil wir sind ja in Deutschland, wir wissen ja, alles gehört das PKW einfach dazu. Ja, das kann man nicht trennen. Ja, vielleicht werden wir auch mit dem PKW auch gleichzeitig geboren. Okay, das ist ein kleiner Nachteil, dass Tesla da jetzt den Rang bzw. VW ein wenig überholt hat, was den Verkauf von E-Autos in diesem Jahr angeht. Ein weiterer wichtiger Teil, das ist jetzt ein bisschen Nebensache, ist, dass der deutsche Autoverkauf, Absatzmarkt dieses Jahr sogar am stärksten war in ganz Europa mit 14,1%. Das spricht natürlich wieder für den deutschen Automarkt. Was noch schön ist, ist, dass von 12 Analysten wenn man 12 Analysten folgt, sagen die, okay, kaufen oder aufstocken. Zwei davon sagen verkaufen. Also eine Mehrheit der Analysten sagen ganz klar, die Aktie ist auf kaufen oder wenn man die schon hat, kann man davon Anteile auch aufstocken. So wie die Aktie des Unternehmens dasteht, ich rede ungern von Aktien, ich rede von Unternehmen, weil es ist ein Unternehmen, die Aktie, wenn es einem Unternehmen gut geht, dann wird auch höchstwahrscheinlich die Aktie steigen. Was heißt gut geht? Ich meine, wenn die Firma, das Unternehmen Gewinn macht, dann wird auch die Aktie steigen, weil die Leute natürlich ein sehr starkes Interesse dann haben, diese Aktie auch zu kaufen. Du weißt ja, eine Aktie steigt und fällt durch Angebot und Nachfrage, denn ich sage immer, Gewinne, 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 Gewinn sind einfach der Motor einer Aktie. Kommen wir jetzt mal zu den Chart, blende ich jetzt gleich ein, wir gehen mal zu den Chart über von diesem Jahr bis jetzt, dann können wir erkennen, ja, eine fallende Bewegung, wir haben keine Stärke. Ich kann aber jetzt einen kleinen Boden erkennen, blenden wir auch ein. Ich würde jetzt abwarten, in welche Richtung es geht. Geht es wieder nach unten oder geht es wieder nach oben? Vielleicht kannst du da auch die Davos-Box anwenden. Da habe ich neulich ein Video daraus gemacht. Ich würde jetzt abwarten, in welche Richtung sich der Boden weiterentwickelt. Fällt er oder steigt er? Dann kann man eventuell noch abwarten oder auch die Aktie kaufen. Wenn man den Analysten folgt, dann heißt es eh aufstocken. Aber ich will nicht den Analysten jetzt hier widersprechen und so. Ich sage einfach, was meine Recherche angeht, ich habe einen kleinen Boden erkannt. Ich würde jetzt ein wenig abwarten, in welche Richtung es geht. Das zu dem kurzfristigen Chart vom Jahresanfang bis jetzt ist ganz klar, eindeutig, es geht nach unten. So ist auch der Kurs bei ca. 130 Euro. Okay, wenn ich mir aber jetzt diesen Chart, blende ich auch ein, die letzten 5 Jahre anschaue, 2017, dann wirst du erkennen, dass sich eine Range gebildet hat. Diese Range habe ich eingezeichnet zwischen 135 und 160 Euro. Meines Erachtens hat diese Aktie sehr gute Chancen in den nächsten 2 bis 5 Jahren, vielleicht auch früher, diese Range wieder zu betreten. Dann wäre ja dieser Aktienkurs, der momentane, ein guter Einstieg, wenn man jetzt nach der Range gehen würde, in den Zeitraum von 2 bis 5 Jahren, das hat unsere Recherche so ergeben, würde jetzt ein Einstieg lohnenswert sein. Wenn man das betrachtet, die letzten 5 Jahre,
Also man muss dann schon eine Dauer von 2 bis 5 Jahre in Betracht ziehen, um dass dieser Kurs in die Range fällt. In den letzten 5 Jahren war er ja schon des Häufigeren, wie du ja sehen kannst, in dieser Range. Okay, das zum Chart zu einem längeren Zeithorizont. Kommen wir zum dritten Teil. Was ist jetzt mein persönliches Fazit? Mein persönliches Fazit, wenn ich in eine Range schaue zwischen 2 bis 5 Jahre, dann würde ich einsteigen. Kurzfristig würde ich aber abwarten, bis sich ein Boden wieder bildet, um wieder einzusteigen. Was das Unternehmen angeht und die Dividende, dann mache ich mir keine Gedanken in den nächsten 2 bis 5 Jahren. Das steht solide da, hat schon Krisen bewältigt, ist natürlich ein solides Unternehmen. Da gibt es nichts daran zu zweifeln, wenn es nicht einer gegen die Wand fährt. Aber das geht ja eh nicht so schnell. Das Management ist top, wir haben eine gute Führungsriege. Ich sage herzliche Grüße, hohe Performance, bye bye.